Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem erneuten Vlog. In dem heutigen Vlog nehme ich euch mit durch Sydney. Leider habe ich für das Video vergessen, ein Intro zu machen. Deswegen nehme ich das jetzt hier gerade in Berlin auf, wo ich mich im Hotelzimmer befinde. Da kann ich euch aber jetzt zum Glück noch sagen, bevor der Vlog beginnt, dass ab dem 20.03. die Birthday-Kampagne bei MyProtein beginnt, wo ihr 50% auf Bestseller bekommt. Wie zum Beispiel Proteinpulver und alles andere auch, aber auch auf Kreatin. Und Clearway wird auch 35% reduziert sein. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist den Code Franklin nutzen. Schaut gerne auf der Website vorbei, ab dem 20.03. geht's los und das Ganze geht dann eine Woche. Viel Spaß auf jeden Fall beim Supplements auffüllen und bei dem Vlog, wo ich leider vergessen habe, das Intro zu filmen. Wir befinden uns in dem Vlog in Bondi Beach und gehen erstmal gemeinsam was Schönes gegenüber vom Hotel frühstücken. Sophia ist natürlich auch am Start, du schaust schon ins Frühstück rein. Ja. Heute mal wieder zur Abwechslung Avocado-Toast. Nein, heute, ich habe irgendwie die letzten Tage nicht so viel Hunger, deswegen werde ich heute eine Acai-Bowl bestellen und einen Green Detox Juice. Okay, weil ich dir verboten habe, dass du andere Sachen essen darfst wahrscheinlich, oder? Nee. Das sind die Sachen, die es hier in dem Restaurant gibt. Ich hätte entweder auch Bock auf so eine Granola Bowl, das sind ziemlich genau 10 Euro. Oder so ein Omelette für 12 Euro. Avocado Toast würde auch genau einen 10er kosten. Ja, wie schon in einem anderen Video gesagt, ist es hier gar nicht mal so üblich in Australien, dass man Trinkgeld gibt. Das heißt, es bleibt dann bei den 10 Euro. Wir befinden uns jetzt hier, wie gesagt, schon in Sydney. Das ist so die teuerste Stadt Australiens, würde ich sagen. Also gerade Unterkünfte sind hier sehr teuer. Unsere Unterkunft ist direkt hier nebenan. Das zeigen wir euch gleich mal. Dafür zahlen wir, glaube ich, 220 oder 240 Euro die Nacht. Also echt nicht günstig. So. Frühstück ist angekommen und wir haben jetzt hier einmal eine schöne Granola Bowl für so ein bisschen Proteine. Greek Joghurt ist da drin, das ist so, ja, glaube ich, ein bisschen mehr Eiweiß als normaler Joghurt, aber auch ein bisschen mehr Fett. Hier schönes Obst drüber und ein bisschen Granola, wie gesagt. Damit wir noch ein bisschen mehr Proteine drin haben, bestelle ich mir dann bei sowas häufig noch zwei Eier dazu, in dem Fall Scrambled, die schauen auch richtig gut aus. Und Sophia hat mich inspiriert, noch einen Green Juice zu bestellen. Ja? Ja, für ein bisschen mehr Detox. Das kann aber auch so eine ganz schöne Falle sein und ich finde es so gut, wie du mal gesagt hast, dass das häufig ein überteuerter Apfelsaft ist. Ja, aber ich glaube, die machen den schon frisch hier in dem Laden. Also quasi, dass da nicht nur Apfelsaft ist wie im Supermarkt, ja, oder so, sondern dass da halt wirklich die Sachen reingepresst sind. Schmeckt man, er schmeckt sehr stark nach Sellerie und so. Im Supermarkt ist da auch in diesen Green Smoothies von True Fruits und sowas. Ich guck mal hinten drauf, das sind meistens irgendwie 86% ja. Apfel. Also es ist einfach ein Apfelsaft und dann ein bisschen Bananenpüree rein, damit es halt gut schmeckt. Aber es muss nicht schmecken, es muss wirklich einfach nur gesund sein. Aber es schmeckt trotzdem. Ja. Also ich liebe das. Und so, Leute, müssen Scrambled Eggs aussehen. So richtig schön, ja, ein bisschen glänzend, geil. Köstlich. Dein schmeckt auch gut? Mhm. Nice. Dann lassen wir uns das schöne Frühstück jetzt erstmal schmecken. Und dann geht's los in den Tag. Sophia, was machen wir hier? Parfüms testen, für ja. Julian was raussuchen. Wir haben gefrühstückt und sind jetzt in die Stadt gefahren, so eine halbe Stunde von Bondi Beach ungefähr. Wir sind jetzt so richtig im City Center. Und hier gibt es irgendeine Parfümmarke, die es wohl nur hier gibt oder so? Nee, aber die krasse ist so ein Duft, der ist voll gehypt. Blond Amber. Der ist auf TikTok richtig gehypt, aber der ist leider leer, der Tester. Den wollte ich eigentlich für Julian testen, aber jetzt testen wir die anderen und die sind richtig krass, die Parfüms. Die haben so eine richtig hohe Duftölkonzentration von über 20%. Du bist, was viele nicht wissen, Sophia ist halt so Parfüm-Junkie. Du sammelst auch Parfüms und sowas, ja, ganz viel. Und ich persönlich, mich hat das immer nie so richtig gejuckt oder irgendwas. Ich habe mir halt einfach so, wie alle Männer da draußen, wie hieß der eine, wo Johnny Depp Werbung gemacht hat? Für Sauvage. Sauvage hatte ich immer und sowas. Oder Diesel Fuel of Greatness oder irgendwie so ein Ding. Sophia hat dann für mich so Parfüms gekauft, weil ich würde nie im Leben ein paar hundert Euro für so eine Flasche Parfüm ausgeben. Und jetzt verstehe ich das aber auch. Also ich habe, glaube ich, daheim so 4, 5 Parfüms insgesamt und auch viele so kleine Proben. Natürlich zum Beispiel auch Creed, den kennen ja viele. Wovon ich auch ein Parfüm habe, ist Parfüms de Marly Herod. Riecht richtig, richtig geil. Und ich kaufe halt so das nie, dann habe ich das für 2 Jahre, die Düfte, und es riecht schon echt besser als andere Düfte. Ich muss echt sagen, man riecht den Duft auch nicht so häufig. Ihr kennt es wahrscheinlich sehr, man hat sich häufig so satt gerochen an irgendeinem Duft. Damals war das dieser Abercrombie & Fitch Duft. Also mittlerweile... Der ist neu rausgekommen. Keine Ahnung, ich riecht auch nicht so einen großen Unterschied. Aber ansonsten ist mein Tipp für euch, mal so kleine so Abfüllungen, so Proben kaufen. Da kann man sich sehr viel Geld sparen, muss nicht so viel, muss sich ein paar hundert Euro ausgeben und meistens reichen einem auch so ein paar Milliliter. Und ganz kurz noch, Frauen stehen drauf, wenn Männer gut riechen, oder? Oh ja, das stimmt. Oh ja.
Ich habe euch ja gerade schon ein paar Shots gezeigt von der Stadt. Man könnte wirklich auch ein bisschen denken, dass man in New York ist. Generell finde ich den Vergleich zwischen Australien und den USA richtig heftig, weil es erinnert mich oder uns eine Menge eigentlich an die USA, sei es in Byron Bay, dass es so ein LA-Vibe hat, so ein California-Vibe. Hier jetzt in den Hochhäusern könnte man wirklich denken, man wäre in New York. Nur, dass halt alles irgendwie viel sauberer ist und die Bäume, jetzt gerade gemerkt, dass ich mit der falschen Kamera gefilmt habe, die Bäume sind richtig, richtig, richtig heftig. Also ich glaube, das kommt auf Kamera gar nicht so rüber, aber die sind wirklich sehr, 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 sehr groß. Genau an dem Ort standen wir vor 7 Jahren ungefähr, als wir Work and Travel gemacht haben. Und wir haben gerade eben versucht, so ein Bild nachzustellen von damals. Und leider keine Sonnenbrille dabei, sonst hätten wir wahrscheinlich noch mehr so ähnlich ausgeschaut. Aber da ist sie, die bezaubernde Sophia Sky aus Deutschland. Ich bin nur deswegen hier gekommen, diesen Anblick zusammen mit der Oprah zu sehen. Ich muss sagen, es ist ein noch viel schöneres Bild, als ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Ja, Leute, Oprah House hier direkt und daneben ist diese, wie heißt die Brücke? Harbor Bridge. Harbor Bridge, ja genau, da ist so Silvester immer richtig krass. Und hier steht irgendwie auch gefühlt immer ein Kreuzfahrtschiff drin, heute Queen Mary. Ja, ist eigentlich relativ wenig los, kann man machen. Hier gewesen, abgehakt, check. Mich würde mal eure Meinung interessieren, Leute, zu so einem Thema. Street Safety CCTV Cameras are continuously recording in this area. Und dann sind hier halt überall immer so Kameras. Ich glaube, in Deutschland, oder zumindest in München, gibt es auf jeden Fall auch am Marienplatz an so großen Plätzen, die halt öffentlich sind, dass die halt mit der Kamera überwacht werden. Und das ist so eine heftige Diskussion ja, was die Überwachung angeht, Filmen und so weiter und so fort. Das kann man ja auch krass missbrauchen. Aber ich persönlich habe mir dazu irgendwie auch noch so nicht so richtig eine Meinung gefunden. Ich glaube, so irgendwie finde ich es schon ein bisschen gut. Aber wenn man das halt irgendwie ausartet mit Digitalisierung, kann das halt so krass nach hinten losgehen. Und noch dazu dann mit AI oder sowas. Was ist deine Meinung dazu? Ja, ich sehe es auch ein bisschen gespalten. Auf der einen Seite ist es halt gut, wenn man dann so Verbrechen leichter aufdecken kann. Auf der anderen Seite kann das halt so ein Überwachungsstaat quasi so werden. Ja, wenn es halt eine Menge Macht und wenn die Macht in den falschen Händen ist, dann kann es böse nach hinten losgehen. Aber schreibt gerne mal eure Meinung dazu in den Kommentaren. Es gibt so manche Themen, irgendwie dazu habe ich mich also nicht genug informiert oder so und nicht genug wissen, dass man dazu eine gefestigte Meinung hat oder manchmal ist man selber so ein bisschen hin und her gespalten. Wir gehen jetzt auf jeden Fall wieder zurück so ins Richtung City Center und jetzt wisst ihr, was ich meinte mit New York, also schon sehr ähnlicher Vibe, aber man merkt, hier sind viel mehr Blumen überall. Generell so mehr Bäume, mehr Grün, ist aber auch sicherlich dem Klima geschuldet. Schmeckt gut? Bei mir gibt es mittags einen Cappuccino mit Doppelshot Espresso und Almond Milk. Kaffee hier in Australien ist wirklich, also nach meinem Geschmack, so glaube ich, das Land, wo ich mit dem besten Kaffee immer trinke. Genau wie ich ihn mag, richtig schön kräftig, geil. Schau mal hier auch die Crema, der Schaum, sehr schön. Und das Ganze mit Mandelmilch wohlgemerkt, ne? Und das schmeckt ja aber. Essen gibt es auch und zwar so ein Panini-Sandwich mit einem kleinen bisschen Pesto, Tomate und Mozzarella. Sophia hat sich eine Quiche bestellt. Vegetarisch und lecker, ne? Das schreiben auch einige Leute, wieso bist du jetzt eigentlich also nicht mehr vegetarisch? Also ich esse natürlich nicht alles an Fleisch. Ich gönne mir nur ab und zu mal so ein schönes Steak oder so. Und das mache ich eigentlich ein bisschen auch aus gesundheitlichen Gründen, weil ich ja diese Stoffwechselstörung habe. Und da würde das halt auch empfohlen, dass man ein bisschen so gutes Fleisch, gute Aminosäuren und sowas zu sich nimmt. Aber ich weiß nicht, ob ich das für immer mache. Vielleicht werde ich auch bald wieder Vegetarier. Schauen wir mal. Jeder wie er mag. Ich habe jetzt hier was Vegetarisches. Ja, nichts Besonderes. Kleiner leckerer Snack zwischendurch. Der Albtraum eines jeden Mannes, dieser Laden. Wirklich, das ist unglaublich. Jedes Mal, wenn wir dran vorbeigehen. Wir sind zurück im Apartment. Das ist leider ziemlich unaufgeräumt, deswegen will ich es euch nicht zeigen. Und wir haben jetzt 20 vor 6, also 17.40 Uhr. Und jetzt ist so ein Moment, ich bin eigentlich so voll fertig und würde gerne einfach mich hinlegen, im Bett chillen, so am Handy oder irgendwo noch was essen gehen. Aber man muss sich einfach nur einen kleinen Arschtritt geben und dann packt man es auf ins Fitnessstudio, zieht einen Sport durch. Es muss auch nur reichen. Eine Stunde Training reicht allemal, selbst eine Dreiviertelstunde reicht auch. Ein kurzes, knackiges Workout ist immer besser als gar keins. Und was so Thema Supplements angeht, im Urlaub bin ich auch ganz knallhart, sage ich euch.
werbetechnisch und so, ich muss Supplements verkaufen mit meinem Code dies und das, wäre es natürlich schlauer, dass ich jetzt hier meine Omega-3 und meine Vitamine und hast du nicht gesehen, Ashwagandha mitnehme. Aber ich sage ganz ehrlich, das braucht man im Urlaub nicht. Auch einen Monat, wenn man weg ist, braucht man das nicht. Ihr habt ja gesehen, heute früh so ein bisschen Obst und sowas. Nachher gibt es bestimmt auch noch ein bisschen Gemüse und dann hat man eine allgemein ausgewogene Ernährung. Da wird dem Körper das auch nicht schaden, wenn man da jetzt mal einen Monat nicht alle Vitamine noch extra supplementiert und dies und das. So ist zumindest meine Einstellung dazu. Was ich aber weiterhin nehme, ist halt Kreatin. Könnte man aber auch weglassen, wenn man möchte. Das habe ich aber mitgenommen. Das ist jetzt von CreaPure, My Protein. 5 Gramm. Und was ich mir dann noch mitgenommen habe, ist das Clearway hier, weil halt einfach, ihr merkt es auch in meiner Ernährung, an meinem Frühstück und sowas, Proteine, darauf muss man natürlich schon achten. Wenn ich mich jetzt hier nur schlecht ernähren würde und kein bisschen Eiweiß essen würde, dann ist das halt einfach nicht förderlich für den Muskelerhalt, Muskelaufbau und so weiter und so fort. Ich glaube, ich habe sogar in dem Monat, schätze ich mal, so 1 bis 2 Kilo abgenommen. 4 Packungen hiervon habe ich noch für den ganzen Trip und wir haben noch mit heute 3 Tage in Sydney. Eins haue ich mir davon jetzt rein, während dem Training. Mit dem Code Franklin kriegt ihr bei MyProtein immer die besten Rabatte und auch jetzt gerade, wenn ihr das seht, gibt es wieder einen dicken Deal. Nutzt gerne den Code und den Link in der Videobeschreibung, um mich gratis zu unterstützen. Vielen Dank dafür. Jetzt gerade, wo ich das Video drehe, gibt es zum Beispiel ein Kilo Whey für unter 15 Euro. Also MyProtein hat wirklich immer wieder Angebote, die einfach alle anderen Marktteilnehmer da draußen toppen. Und das hat unter anderem auch mit der Größe der Firma zu tun und mit so Sachen wie dem Packaging etc. Die haben eine eigene Produktion. Viele Supplement-Kunden in Deutschland kennen halt nur die deutschen Brands und denken dann immer, oh Gott, alles andere als mein Chunky Monkey Bunky Flavor muss ja voll der Kack sein, weil das halt nicht aus Deutschland kommt, aber das ist kompletter Schwachsinn. Naja, am Ende ist es auch Geschmackssache, jeder wie er mag. Ich habe ein sehr geiles Gym rausgesucht, was richtig nice ausschaut. Da packen wir es jetzt hin. Auf dem Weg ins Gym. Hier drüben richtig schönes Auto, M3 Touring. Schaut euch den in dem Spec mal an, muss ich sagen. Echt auch ein sehr geiles Auto und richtig gut gelungen. Was diese Supplement-Thematik nochmal angeht, also ich sehe es schon so, dass es langfristig sinnvoll ist, Omega-3 und alles zu supplementieren. Das ist mega wichtig. Aber ganz egal, wohin ihr jetzt reist, es ist halt heutzutage für viele so eine Ersatzreligion geworden, was Supplements angeht. Und die richten ihren ganzen Lifestyle, ihre ganze Ernährung darum. Dabei ist das Nahrungsergänzung. Also man sollte einfach erstmal versuchen, sich ausgewogen und sowas zu ernähren. Selbst wenn jetzt so ein paar Vitamine irgendwie auf der Reise mal fehlen, geht halt auch nicht die Welt unter, wenn das für ein paar Wochen ist oder selbst einen Monat oder sowas. Ich fülle meinen Koffer lieber mit irgendwas anderem Nützlichen, anstatt dass ich jetzt irgendwelche Pülverchen und Krimskrams alles mitnehme, damit ich meine Supplement-Routine genauso habe wie in Deutschland. Also macht euch da wirklich nicht zu verrückt. Das wird halt auch von manchen Supplement-Brands heutzutage und Influencern wird das halt auch extrem ausgelebt, dass man in ein Restaurant geht und halt dort dann mit seinem Sirup in Wasser reinkippt etc. Und das ist halt kein normales Leben, kein normales Essverhalten. Dann solltet ihr eigentlich bei so Reisen merken, wie sehr ihr eingeschränkt seid durch eure Supplementierung, durch euren Lifestyle. Ich möchte Sport machen, fit sein, um mein Leben zu bereichern und nicht um mich einzuschränken. Der Bro erfüllt hier gerade irgendeine Sidequest, Alter. Das ist, wenn irgendein NPC so einen richtigen Ladefehler hatte. Er redet einfach mit einem Baum. Okay. Auf dem Weg zum Fitnessstudio habe ich einfach noch Bock auf einen kleinen Energy Drink. Das ist auch so ein Teil der Routine. Und hier gibt es diese Easy Marts. Das sind halt so Kioske, die halt so verschiedene Sachen haben. Eigentlich alles mögliche, wie so ein 7-Eleven, sowas in der Art. Und man merkt auch hier, dass diese Hype-Getränke, die es bei uns in diesen Candy Shops gibt, richtig angekommen sind. Also natürlich alle Prime Drinks, die katastrophal schmecken, als wenn es die, die ich probiert habe. Dann hier unten lauter so Zeug, auch Calypso. Das wird ja auch in diesen Candy Shops richtig verkauft bei uns. Also diese ganzen Hype-Sachen gibt es hier. Und auch ein paar Energy Drinks. Ich weiß gar nicht, was ich davon jetzt nehmen soll. Der hier ist es geworden. 80 Milligramm Koffein. Das reicht mir eigentlich fürs Training, besonders falls jetzt schon 10 nach 6 ist. Also ich sollte eigentlich gar keinen Koffein mehr trinken, aber dann wird der Schlaf halt ein bisschen drunter leiden. So, und ich finde die Größe eigentlich genau richtig. Gibt es bei uns in Deutschland nicht. Deswegen würde ich sagen, wir probieren ihn mal kurz. Verdammt. Schmeckt wie Red Bull. Aber das normale Red Bull, den Geschmack hasse ich. Ich dachte, das wäre irgendwie so wegen dem Blauen, irgendwie sowas wie Blueberry oder keine Ahnung. Das war ein Griff ins Klo. Das Gym wird hoffentlich besser. F45, das ist so eine Kette und die testen wir jetzt mal in Bondi. Ich hatte mir im Internet ein Fitnessstudio rausgesucht, was besonders auffällig aussah, da man dort Pflanzen drin sehen konnte. Als ich aber in dem Gym angekommen war, muss ich sagen, dass die Enttäuschung ein kleines bisschen am Start war, denn es sah einfach so gar nicht aus, wie im Internet angepriesen. Die Geräteauswahl war auch nicht so der Hit, aber ganz nach dem Motto keine Ausreden zieht man natürlich trotzdem durch und somit wurde der Leg Day absolviert. Mit verschiedenen Übungen, wie zum Beispiel der Grundübung Kniebeuge, die einen Großteil des Unterkörpers und
teilweise auch des Chors beansprucht oder Grundübungen wie zum Beispiel den Beinbeuger. Nach so einem Training fühlt man sich eigentlich immer gut und ich finde es auch interessant, im Ausland verschiedene Fitnessstudios zu testen und zu schauen, was es so gibt und wie die Leute wo trainieren. Training ist fertig, wir haben 20.12 Uhr und das ist hier in Australien eine Zeit, wo es dann schon meistens zu spät ist, um noch was zu essen, weil viele Läden so um 20.30 Uhr, 21 Uhr zumachen, also Restaurants. Dafür machen die ja alle halt auch schon viel früher auf, also man muss hier wirklich ein Frühaufsteher sein, damit man was von dem Tag und allem hat. Nichts hier mit irgendwie bis um Mitternacht haben die Restaurants auf, also manche haben so lange auf, aber nur ganz, ganz wenige. Und hier hat eigentlich schon so gut wie alles zu und wir haben noch nichts gegessen. Char Grill Charlie's, Eat In or Take Away. Der Laden ist direkt neben dem Fitnessstudio, wo ich gerade trainiert habe, das war da vorne. Und den gibt es wohl ein paar Mal hier in Sydney. Die haben auf Google nicht so geile Bewertungen, aber auf Lieferdiensten schon. Und man kann sich hier das Essen so selber zusammenstellen. Also man holt sich halt hier so die einzelnen Sachen und dann hat man quasi eine fertige Mahlzeit. Ist, glaube ich, ein bisschen teuer, aber wir können es ja mal probieren. Das hat eh nichts anderes mehr auf. Wow, ich muss sagen, das hätte ich nicht gedacht, Alter. So eine fette Portion, schaut mal her. Wir haben jetzt hier ein Lachsfilet für mich und noch ein Lachsfilet, weil Sophia kein Lachs mag. Dazu hier so ein bisschen Süßkartoffel, Coleslaw, Reis mit Mais, hier noch ein bisschen Gemüse, da noch ein bisschen Gemüse. Sophia ist nicht so happy, weil sie eher was anderes wollte. Aber wir haben für das Essen für uns beide zusammen jetzt 30 Euro gezahlt, also auf jeden Fall ein fairer Preis, würde ich sagen. Schmeckt auch lecker und gut. Ich weiß ja, dass man so sein Essen so selber zusammenstellen kann. Und ich hätte auf der ganzen Reise noch kein einziges Mal Lachs oder so. Geil. Also mir schmeckt es richtig gut. Das lassen wir uns jetzt schmecken. Ist auf jeden Fall eine Mahlzeit, von der man satt wird. Essen verdrückt. Mir hat es ziemlich gut geschmeckt. Ich bin ziemlich satt geworden. Für dich? Ich vermisse die Boogies einfach. Die Hunde. Sophia ist nicht so gut drauf gerade. Weil ich bin so fertig. Ist echt anstrengend. Ja, also wir sind in den letzten 3 Wochen, glaube ich, 4.500 Kilometer Auto gefahren und haben natürlich auch viele Videos gedreht und viel so Reise unterwegs sein, jeden Tag packen, aus dem Koffer leben. Ja. Ist natürlich wunderschön, wenn man das erlebt. Seht ihr alles nicht hinter den Kulissen. Ja. Aber das ist auch echt anstrengend, so eine Reise. Vor allem, wenn man auch die ganze Zeit filmt und im Hinterkopf noch, also im Backoffice noch Mails macht und Kommunikation und alles Mögliche. Und dann ja, vermisst man einfach auch seine kleinen Babys. Die Hunde, ja. Suki und Ayu. Und dann hat man manchmal auch einen mentalen Breakdown. Weil wir sind jetzt auch schon über 3 Wochen weg, glaube ich, oder? Ich glaube über 3 Wochen, ja. 3 oder 4 Wochen, glaube ich sogar. Ja. 3,5 Wochen, glaube ich. Ja. Ich vermisst die sehr. Weil Suki und Ayu sind halt echt für uns wie so kleine Kinder. Und die chillen den ganzen Tag bei uns. Die sind eigentlich fast den ganzen Tag bei mir auf meinem Schoß, wenn wir daheim sind. Und es ist irgendwie so Liebesentzug jetzt. Das stimmt, ja. Die zwei, also es sind halt, ja, der Zwergpudel hat geweißt, dass die sind halt sehr anhänglich, immer bei uns und so. Und ja, da gibt es auch mal Tage oder Momente, da geht es ihm dann halt noch nicht so gut drauf oder so. Hm? Und das kommt jetzt langsam bei das mir. Das kommt jetzt langsam. Heimweh. Naja, wir haben es ja bald geschafft. Wie gesagt, das ist sehr anstrengend. Auf der anderen Seite erlebt man halt eine Menge, sieht mega viel. Klar. Das ist der große Vorteil. Ist ja auch richtig und geil auf der einen Seite, aber halt anstrengend und Heimweh ein bisschen. Genau. Wir haben jetzt noch 2 Wasser gekauft und ich habe mir hier so ein Prime in Grün geholt. Bin ich mal gespannt, werde ich mal probieren. Wenn ich das probiert habe, ist der Vlog schon vorbei. Ich schreibe euch mal rein, wie es geschmeckt hat. Bin selber gespannt, was der Zukunft Julian dazu sagen wird, weil die gibt es in Deutschland nicht. Aber der Tropical-Geschmack, den fand ich tatsächlich ganz geil. Das war ein kleiner, aber feiner Vlog hier aus Sydney mit ein paar Eindrücken hier aus der Stadt. Die ist so riesig, da kann man gar nicht alles in einem Vlog zeigen. Deswegen wird auf dem Hauptkanal auch noch ein Video kommen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wer von euch hier schon mal war. Ist wirklich eine, finde ich, sehr schöne Stadt. Mir gefällt es sehr gut hier. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst ein Abo und einen Daumen, wenn ihr es nicht gemacht habt. Schaut gerne mit dem Code Franklin bei MyProtein vorbei. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Kann sein, dass das sogar der letzte Vlog aus Australien war. Bis zum nächsten Mal, Leute. Und over and out aus Australien. Gute Nacht. Ciao.